Heute möchte ich euch das Spiel Meisterdieb vorstellen. Das Spiel wird mit zwei Personen gespielt. Am Anfang hat jeder Spieler 15 Steinchen in seinem Vorrat und man hat eine Anzahl von 15 Feldern vor sich, die in einem Dreieck angeordnet sind. Das ist das Einer, das Zweier, das Dreier, das Vierer und das Fünferfeld. Beim Meisterdieb kommt es nicht so sehr darauf an, dass man taktisch spielt, sondern mehr, dass man Glück hat beim Würfeln. Und das Schöne ist, es kann auch schon mit kleinen Kindern gespielt werden, die die Augenzahl der Würfel schon deuten können. Wenn ich zum Beispiel eine 2 und eine 3 gewürfelt habe, dann darf ich einen in das Zweierfeld und einen in das Dreierfeld legen. Dann wird der Gegner dran. Der würfelt und hat eine 1 und eine 6. Eine 1 darf er in sein Einerfeld legen und ihr seht ja, eine 6er-Reihe gibt es nicht. Deswegen wäre eine 6 entweder ein Nullwurf, das heißt, der Wurf verfällt einfach, oder man kann dafür die 6 als Joker einsetzen, das heißt, man dürfte jede x-beliebige Zahl setzen. Jetzt könnte ich sagen, es wäre eine 5 und würde eine 5 aus meinem Vorrat nehmen. Ich könnte aber auch sagen, es wäre eine 3 oder eine 2. Und dann kann ich auch schon beim Gegner stibitzen, denn das Spiel heißt ja Meisterdieb. Und wenn ich eine 3 stibitzen kann, dann lege ich die auch in meine 3 rein. Dann wäre der andere wieder dran. Man würfelt grundsätzlich immer abwechselnd, es sei denn, man hat einen Pasch gewürfelt. Pasch sind zwei gleiche Würfe, also zum Beispiel 2 Vieren, dann dürfte ich 2 in die 4 einlegen und sogar nochmal würfeln. Dann hätte ich eine 2 und eine 6. Dann dürfte ich wieder die 2 einlegen und die 6 darf ich mir aussuchen, was es für eine Zahl sein könnte. Ich würde jetzt sagen, es wäre eine 5, denn es lohnt sich nicht immer zu stibitzen, meistens schon, aber nicht immer. Gut ist, dass man jetzt auch kleine Rechenaufgaben verwenden könnte. Wenn ich unbedingt eine 4 bräuchte, dann könnte ich auch die 2 von der 6 abziehen. Das könnte man mit größeren Kindern spielen. So ist der Spielspaß nochmal erhöht. Was man zudem auch spielen kann, ich habe ja jetzt eine volle Zweierreihe. Wenn die Zweierreihe voll ist oder jede x-beliebige Reihe voll ist, darf der Gegner nicht stibitzen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man schon kleine Erfolgserlebnisse hat und die Partie nicht unendlich lange dauert. Das ist eigentlich schon alles. Wir von Madeira Spielzeug, wir haben das Spiel auch noch in einer Vierer-Variante. Ich zeige euch das Spielbrett mal. Das wäre dann das. Ach ja, und habe ich vergessen zu sagen, wann man gewonnen hat? Gewonnen hat man natürlich, wenn man als Erster sein ganzes Feld voller Steinchen gelegt hat. Das sieht dann so aus. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Und es gibt noch eine weitere Variante, also eine Möglichkeit, was man noch mit diesen Spielbrettern spielen kann, nämlich Solitär. Dann werden die Reihen alle mit den Steinchen bestückt. Und ich darf jetzt irgendwo, egal wo, ein Steinchen herausnehmen. Und Solitär kennt ihr vielleicht, da wird immer jedes Steinchen überhüpft und jedes überhüpfte Steinchen darf auch herausgenommen werden. Und dann versucht man möglichst am Ende so wenig wie Steinchen wie möglich übrig zu behalten. Das macht auch Spaß, man kann es alleine spielen. Oder man kann jetzt in dem Fall auch sagen, wir spielen gegeneinander. Also mein Mitspieler würde jetzt auch mit einer vollen Reihe, mit einem vollen Dreieck beginnen und könnte dann auch hüpfen und springen. Und wer dann die wenigsten übrig hat, also ich habe jetzt 3 übrig, der hätte dann auch gewonnen. Viel Spaß!